Moin, willkommen in Hamburg-Wandsbek an der Hammerstraße. Wir stehen hier an der Straße, an der zurzeit an der Aufhebung der Bahnübergänge gearbeitet wird. Ihr seht im Hintergrund hinter mir noch einen Bahnübergang über die Hamburg-Lübecker Bahn, dahinter noch einen über die Verbindungskurve zur Güterumgehungsbahn und daneben seht ihr schon den Tunnel für die Unterführung, wo es zukünftig kreuzungsfrei weitergeht. Hier seht ihr Aufnahmen der Baustelle vom Januar 2018 und vom Oktober 2018. Wir stehen hier auf der Südseite, am Bahnübergang der Verbindungskurve zur Güterumgehungsbahn. Zwei Regionalexpresszüge aus E-Loks der Baureihe 112 und roten Doppelstockwagen. Hier seht ihr die nördliche Einfahrt zum Tunnel. Diese Aufnahme von der Güterbahn-Verbindungskurve stammt aus dem November 2018. Kurz darauf kam diese Class 66 von Freightliner Poland mit einem Zug aus leeren Tragwagen hier vorbei. Hier habt ihr einmal den Blick von Süden nach Norden über die Hamburg-Lübecker Bahn hinweg, Anfang Juni 2019. Die Unterführung sieht schon ziemlich fertig aus. Dies ist der Blick stadteinwärts in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Im Hintergrund mit den beiden Tonnendächern seht ihr das Zugangsbauwerk zur Station Hasselbrook. Dort gibt es Bahnsteige für die S-Bahn und für die Regionalbahn. Vielleicht könnt ihr dort die Lichter einer S-Bahn erkennen. Und hier kommt ein Regionalexpress, der RE83 nach Lübeck und Kiel, geschoben von einer Diesellok Baureihe 218. Dieser Zug verkehrt von Montag bis Donnerstag im Feierabendverkehr. Hier stehen wir weiter östlich, am Bahnübergang der Straße Schlossgarten und sehen in Richtung zur Hammerstraße. Diese beiden 185er fahren über die Verbindungskurve zur Güterumgehungsbahn
und dann weiter in Richtung Rothenburgs Ort. Dort, wo die Strecke in der Kurve verschwindet, liegt gleich der Bahnübergang des Gütergleises. Hier seht ihr ihn und die Schranken sind auch schon geschlossen. Eine 101 auf dem Weg nach Lübeck. Dann öffnen sich die Schranken, aber kein PKW fährt los, denn der Bahnübergang an der zweigleisigen Strecke ist ebenfalls geschlossen. Das Containerstellwerk an der Strecke von Hamburg nach Lübeck. Anfang Juli 2019 war dieser Bahnübergang für den Kraftverkehr komplett gesperrt. Auf der Straße standen Gitter, nur der Fußweg war benutzbar. Hier noch ein nächtlicher Blick über die Baustelle, vom Güterbahnübergang zur Hamburg-Lübecker Strecke. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Nachtaufnahmen und verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Viel Spaß noch beim Ansehen und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.